Abend und willkommen bei mir auf dem Balkon. Ich will mir jetzt einen kleinen Rucksack fertig packen, weil ich morgen früh gleich um 4 Uhr aufstehen will und eine Wanderung machen. Das soll eine 50 Kilometer Wanderung werden, also die Testwanderung für den Marathonmarsch, den ich machen wollte. Wobei ich nicht den Marathonmarsch mache, sondern einen Mammutmarsch. Ist genau dasselbe Prinzip, 100 Kilometer in 24 Stunden. Ist nur 4 Wochen vorher wieder geplant, also am 1. September laufe ich jetzt. Ist nur einfach hier in Berlin und Brandenburg, da muss ich nicht so weit fahren. Vorher hatte ich ja eigentlich geplant, zur Ostsee zu fahren, aber ich bleibe jetzt halt hier. Aber absolut selbe Prinzip. Wenn ihr das letzte Video gesehen hattet von meinem Training, wisst ihr, dass ich wegen Wassermangel nach, ich glaube, 46 Kilometer, weil es abgebrochen hatte. Darum habe ich jetzt eine etwas andere Tour mich für morgen ausgedacht. Ich werde wieder durch der Döbritzer Heide wandern, aber ich laufe von hier aus bis dahin. Das bedeutet, dass ich bei Kilometer 15 ungefähr an der Tankstelle vorbeikomme, auf dem Hin- sowie auf dem Rückweg. Und direkt am Hafenpark komme ich auch vorbei und kann mir dann halt noch Wasser kaufen. Letztes Mal hatte ich gar kein Geld dabei, kein Portemonnaie, nichts. Diesmal stecke ich mir ein, nehme 3 Liter Wasser mit und wenn es alles, besorge ich mir etwas Neues. Ansonsten laufe ich wirklich mit leichtem Gepäck. Ich zeige euch am besten mal, was ich einpacke. So, als erstes haben wir hier meinen Rucksack, ein ziemlich kleiner, der eigentlich für Fahrradfahrer gedacht ist, aber ich habe ihn vor über 10 Jahren zum Joggen gekauft. Ideal, sitzt wie angegossen. Und das nehme ich alles mit, neben diesem Handtuch, kann man immer gebrauchen. Ein paar verschiedene Riegel, sind nicht gerade die besten vom Energiegehalt, aber sind welche, von denen ich weiß, dass mir schmecken. Fruchtschnitten mache ich zum Beispiel oder Molkeriegel und haben alle zusammen gerade mal 1000 Kalorien. Also gekocht wird diesmal nichts, einfach weil ich keinen hohen Ofen mitschleppen möchte und keinen Topf. Ich nehme nur noch zusätzlich mit meine kleine Mini-Kochtasche. Die enthält ein bisschen Spiritus, ein paar Holzlöffel, teilweise selbst geschnitzt, mein Topfkreuz, mein Feuerstahl und ein Taschenmesser. Und dann nehme ich natürlich meine heißgeliebte Emaille-Tasse und etwas Löskaffee mit, weil ein Kaffee unterwegs, der muss sein. Was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Sonnencreme. In der Döbritzer Heide ist nicht so viel mit Schatten. Und morgen sind wieder 28 Grad angesagt. Falls wieder erwartend doch ein kleines Gewitter kommen sollte, wie wir in den letzten Tagen ab und zu hatten. Ist hier ein kleiner Regenponcho. Der hat, glaube ich, mal 1 Euro gekostet. Ja, der hat 1 Euro gekostet beim Start vom 25-Kilometer-Lauf. Da hat man sich die geholt, dass man vor dem Start, wenn man da eine Stunde warten muss, nicht auskühlt. Also ist sogar schon gebraucht. Dann kommt dieser Selfie-Stick mit. Der hat auch 1 Euro gekostet. Im 1-Euro-Shop. Funktioniert aber einwandfrei. Und die Farbe kann man dann wegsehen. Und ein paar Reservesocken. Nach dem letzten Lauf hatte ich eine kleine Blase bekommen. Darum habe ich mir diesmal wirklich Wandersocken gekauft. Sportsocken steht drauf, aber ich kaufe es als unter Wandersocken. Ich habe es auch schon ausprobiert beim kleineren Lauf von 30 Kilometer und ich nehme noch ein paar Nagelneue mit. Ziehe natürlich auch ein paar davon an. Ich habe mir, glaube ich, ein 4- oder 5er Pack war das gekauft. In der Zwischenzeit habe ich natürlich noch ein paar gemütliche Wanderungen mit meiner Frau hinter mir, wie einmal 20 Kilometer den Leseweisheitenpfad oder mit ein paar Umwegen kamen wir auf rund 17 Kilometer bei dem Eichholz-Heideweg. Aber es waren alles Genusswanderungen, also ohne großen Trainingseffekt. Morgen! Wir haben es jetzt kurz vor 7. Ich bin seit einer knappen Stunde unterwegs und möchte heute ein bisschen trainieren für meinen 100-Kilometer-Lauf, für den ich mich inzwischen angemeldet habe. Allerdings einen anderen Lauf wie geplant. Ich laufe jetzt schon am 1. September, also knapp 3 Monate. Ich habe heute leider mittags einen Termin. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 50 Kilometer zu machen. Musste aber um 12 Uhr spätestens meinen Lauf abbrechen. Aber ich hoffe, ich werde 30 Kilometer schaffen. Und vielleicht laufe ich dann heute Abend noch mal ein paar Kilometer. Wie gesagt, ich muss um 1 Uhr einen wichtigen Termin. Vorher noch kurz duschen. Und dann ab 18 Uhr habe ich ja Zeit. Die 24 Stunden sind ja da noch lange nicht um. Mal sehen, ob ich dann heute Abend noch ein paar Kilometer mache. Guten Morgen!
So, jetzt bin ich schon seit einer halben Stunde unterwegs. Wir haben es jetzt 5 Uhr. Ziemlich genau um 5:30 bin ich losgelaufen. Ich befinde mich jetzt in Höhe vom Haneberg. Und in schätzungsweise 5 Minuten verlasse ich Berlin. Wetter scheint spitze zu werden. Ich werde den Pullover auch gleich ausziehen. Und ich habe hier drunter so ein Laufshirt, so ein atmungsaktives. Und sind eigentlich gute Dinge, dass ich heute weit über 60 Kilometer mache. Habe halb gut geschlafen, gut gefrühstückt. Einziges, der Rucksack ist doch ein bisschen schwerer geworden. Liegt daran, dass ich jetzt insgesamt 3,5 Liter Wasser bei habe. Also 1,5 Liter im Rucksack und 1,5 Liter in der Seitentasche. Eine kleine Flasche, die ich dann aber nachfüllen werde. Aber beim eigentlichen Lauf muss ich nicht so viel mitnehmen. Da sind alle 20 Kilometer Verpflegungspunkte. Da reichen mir 2 Liter. Und wenn ich jetzt mit mehr trainiere, umso besser. Vielleicht steige ich später. Okay, dann melde ich mich, wenn irgendwas passiert oder ich zusammengebrochen bin. Bis später. Ich habe es geschafft. Also nicht die 50 oder 60 Kilometer, sondern ich bin hier endlich an der Heinz-Siemann-Stiftung angekommen. Und hier ist der Zugang zu dem 22 Kilometer Rundwanderweg, den ich machen will. Und dann wird jetzt natürlich das Wandern wesentlich angenehmer. An der Straße war doch ein bisschen nervig. Eins, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, ich zeig's euch mal. Bewölkt sich immer mehr. Da hinten ist es recht dunkel. Ich habe auch schon einen Tropfen abgekriegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, stundenlang durch den Regen zu laufen. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Jetzt wird schnell noch ein bisschen Wasser wieder nachgefüllt. In meiner kleinen Flasche, die ich während dem Laufen erreichen kann. Den Pullover habe ich mir auch schon wieder angezogen, weil seitdem es bewölkt ist, ist es wieder recht kühl und windig geworden. Und dann geht es gleich ohne Pause weiter. Müsli-Riegel habe ich eben beim Laufen gegessen. Könnten wir jetzt noch einen zweiten einziehen. Und da muss es erstmal wieder reichen. So, wird durch den wieder eingesteckt, die Flasche. Und dann geht es sofort weiter. Ohne Pause. Ich werde unterwegs wieder einen Müsli-Riegel essen, weil ich wieder Kilometer mache. So, ich habe mal erreicht, den Rundwanderweg. Hier geht es dann rum, die 22 Kilometer. Ich habe mal gerade nachgerechnet. Also, da habe ich bis hier genau 16 Kilometer. 22 Kilometer ist der Rundwanderweg, dann die 16 Kilometer zurück, das sind, nicht vorsagen, 54 Kilometer, wenn ich so zurücklaufe. Während des Rundwanderwegs werde ich wahrscheinlich nicht so viel filmen. Ich habe ja schon 2 Videos davon reingestellt. Natürlich, wenn mir jetzt das letzte Einhorn oder irgendwas begegnet, mache ich die Kamera an. Aber ansonsten, ja, bei der Pause vielleicht. Habe aber eigentlich vor, ziemlich zügig durchzuziehen. Tut mir leid, ich habe immer noch kein Einhorn gefunden. Aber ich habe jetzt 33 Kilometer in ziemlich genau 6,5 Stunden. Ich habe einen Durchschnitt also von gut 5 Stundenkilometer und bin der Meinung, es ist Zeit für die erste Kaffeepause. Ansonsten fühle ich mich ziemlich wohl. Allein fangen meine Hände an zu schwillen. Das habe ich immer, wenn ich so jetzt eine Faust mache, dann spannt das hier in diesem Bereich ganz doll. Keine Ahnung, wann das ist, aber wie gesagt, ab 20, 30 Kilometer habe ich das immer, egal ob ich jogge oder laufe. Tut auch nicht weh, ist halt nur, ich könnte jetzt keine Uhr reparieren in dem Moment. Gut, jetzt werden wir Kaffee trinken, die Socken wechseln und dann geht's weiter. Bin schon wieder unterwegs. Die ganze Pause hat keine 10 Minuten gedauert. Inklusive Kaffee kochen, Socken wechseln und allem drum und dran. Drückt mein Schnitt, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit, also nicht allzu doll runter. Um den Mammutmarsch zu schaffen, brauche ich einen Schnitt von nur 4,2 Stundenkilometer. Das reicht denn. Und da komme ich bei weitem noch nicht ran. Werde ich vielleicht bei 4,8 liegen oder so. Und die nächste Pause, ja, die ist erst wieder zu Hause. Bis jetzt laufe ich den Rest durch.
Hier habe ich mit dem Rundweg angefangen, mit anderen Worten, die 22 Kilometer habe ich auch geschafft. Jetzt ist nur noch 16 Kilometer bis nach Hause. Ich habe jetzt gerade mal 44 Kilometer und mir tun hier in diesem Bereich die Schienbeine, alle beide, dermaßen weh, dass ich mich einen Moment hinsetzen musste und ein bisschen massieren. Ich will auf jeden Fall bis nach Hause weiterlaufen, die 10 Kilometer. Ich meine, rein theoretisch könnte ich aufhören, weil nach einem Kilometer kommt der Havelpark und dann fährt ein Bus, aber nee, kommt einfach nicht in Frage. Nur die Zeit leidet natürlich drunter. Aber hier in dem Bereich tut es höllisch weh, ich noch nie gehabt. So, da sind wir wieder auf meinem Balkon. Wie man sieht, habe ich die ganze gestern überlebt. Ich hatte noch 2-3 Minuten Päuschen gemacht, dann bin ich aufgestanden und weitergelaufen. Die Schmerzen an den Schienbeinen waren gleich wieder da und ziemlich stark sogar. Bis ich dann festgestellt habe, wenn ich ganz kleine Schritte mache, also halbe Schrittlänge wie sonst, dann habe ich gar nichts gespürt. Also bin ich mit Minischrittchen weitergelaufen. Damit der Zeitverlust nicht zu groß wird, habe ich versucht, eben schneller meine Schrittfolge zu machen, was nicht wirklich geklappt hat. Aber ich bin angekommen, allerdings ist dadurch meine Zeit ein bisschen runtergegangen. Ich hatte jetzt nur noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 4,6 Stundenkilometer. Das würde noch reichen, aber ich hätte ja auch noch 48 Kilometer vor mir gehabt, weil meine gesamte Tour, die war doch nur 52 Kilometer lang. Ausgerechnet hatten wir ja 54. Ich schätze, das liegt daran, dass der Rundwanderweg mit 22 Kilometern nicht wirklich gut vermessen ist. Denn dasselbe Problem hatten wir ja, wie ich erst einmal zweimal rumgelaufen bin, hatten die auch ein paar Kilometer gefehlt. Ich bin immer beim Wanderweg von 22 Kilometern ausgegangen, weil stand ja dran, aber das scheint einfach nicht zu stimmen. Jetzt hatte ich 52 Kilometer, wie gesagt, in 11 Stunden und 20 Minuten. Bin ich halbwegs zufrieden mit, aber ich schätze, ich werde noch 2-3 lange Läufe machen vor meinem Mammutmarsch. Nicht Mammutmarsch, Megamarsch mache ich ja. Die heißen beide verschieden, ist ein Wunder und dasselbe. Ich komme selber mal durcheinander. Auf jeden Fall werde ich noch 2-3 Läufe machen. Einen auf jeden Fall in der Nacht, weil man wandert ja beim 24-Stunden-Lauf auch logischerweise die Nacht durch. Und es hat doch ein bisschen was anderes im Dunkeln. Das werde ich vielleicht nächste Woche mal 5-6 Stunden im Dunkeln wandern und dann hoffe ich, dass ich das Ganze auch packen werde. Drückt mir die Daumen und wenn ihr sehen wollt, ob ich es schaffe oder nicht, vergesst nicht ein Abo dazulassen, weil nach dem Marsch kommt selbstverständlich ein Video. Okay, tschüssi!